Willkommen an die Ersten. Mein Name ist Stieg Tanzmann von Brot für die Welt. Es geht gleich los. Wir warten noch, dass sich alle einschalten können und starten dann mit den technischen Informationen. And in English, hello to everybody. We will start in a few seconds and provide you some technical informations as well. That was really slow. We are 99. Also, hallo und herzlich willkommen an alle. Mein Name ist Stieg Tanzmann von Brot für die Welt. Ich werde das jetzt, bin einer der Moderatoren dieses Webseminars. Erst einige wichtige Informationen. Es besteht die Möglichkeit einer Simultanübersetzung. Hierfür klicken Sie bitte unten auf die Taskleiste. Da sehen Sie dann den sozusagen den Übersetzungsknopf, da können Sie Deutsch-Englisch eingeben. Und bei Originaltönen hören Sie einfach die Moderation und die Rednerin auf Deutsch bzw. Englisch. Okay, I see we just have a problem with translation yet. But maybe in English first. Hello to everybody. Welcome to our webinar. My name is Josephine Koch from the Forum on Environment and Development. I'm one of the co-moderators for today, together with Stieg Tanzmann from Bread for the World. First, some technical information. There is the possibility of a simultaneous translation. To do this, please click on the symbol on the taskbar of Zoom below, on the symbol that shows translation or something like this. There you can choose either German or English. And with the original sound option or inactive, I don't know how it is called, you will hear the moderation and the speakers in the language they speak, so either in German or in English. Ja, noch einmal herzlich willkommen. Ich hoffe, die Übersetzung funktioniert jetzt auch ins Englische. Also, noch einmal herzlich willkommen zu unserer Online-Diskussion über die Studie Falsche Versprechen, die Allianz für eine grüne Revolution in Afrika, kurz ACRA. Josephine Koch vom Forum Umwelt und Entwicklung hat mich auch schon mal kurz vorgestellt, Stieg Tanzmann von Brot für die Welt. Wir sind beide auch Mitautorin der Studie und werden Sie heute durch die Veranstaltung führen. Gerade sind wir 123 Teilnehmer. Wir hatten über 300 Anmeldungen, sowohl aus Deutschland als auch aus dem internationalen Raum. Das freut uns sehr und auch, dass darunter so viele verschiedene Akteursgruppen sind. NGOs, Regierungsvertreter und Wissenschaft. Gerne hätten wir natürlich auch Regierungsvertreter, zum Beispiel aus Deutschland, heute hier als Rednerin gehabt.
Aber auch so werden wir sicher zu einer lebhaften Debatte kommen. Den Download-Link zu der Broschüre finden Sie übrigens auch noch im Chat auf Englisch und auf Deutsch. Ebenso einen spannenden Podcast dazu, auch in beiden Sprachen. Ja, veranstaltet wird dieses Online-Event von den an der Studie beteiligten Organisationen Brot für die Welt, Forum Umwelt und Entwicklung, der Rosa-Luxemburg-Stiftung, FIAN, jeweils aus Deutschland, und den fünf afrikanischen Organisationen LIBA aus Kenia, IRPAT aus Mali, PELUM aus Sambia sowie TABIO und TUAM beide aus Tansania. Nur noch einige technische Informationen und ein Überblick über den Ablauf. Wir fänden es schön, wenn Sie Ihr Video am Anfang ganz kurz einschalten, damit es nicht ganz anonym ist, wie wir uns hier begegnen, damit wir uns alle vielleicht einmal ganz kurz sehen können. Während der Präsentation würden Sie dann bitten, die Videofunktion wieder auszuschalten, weil wir einfach auch die Sache nicht überlasten wollen. Ganz wichtig für inhaltliche Fragen, ich glaube, es sind auch schon einige inhaltliche Fragen gestellt worden, die bitte in der Frage- und Antwortfunktion eingeben, weil dort sammeln wir die Fragen und clustern sie dann, damit wir sie vorlesen können und die Referenten in der Diskussionsrunde stellen können. Und ja, für technische Fragen ist die Chat-Funktion da. Und ich habe gerade gehört, zu viele Videos ist ein bisschen schwierig. Also bleiben wir einfach nur bei denen, die gerade sprechen, dass sie ins Video gehen. Ja, ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist, wir zeichnen den Präsentationsteil der Veranstaltung auf, den Diskussionsteil aber nicht. Wir würden uns freuen, wenn Sie in Ihrem Zoom-Profil Ihre Klarnamen und Ihre Organisation angeben würden. Das ist aber kein Muss. Um den Namen zu ändern, müssen Sie auf die drei Punkte oben in der rechten Ecke Ihres Bildes klicken. Da können Sie sozusagen dann auch Ihren Klarnamen eingeben, falls Sie das nicht getan haben. Zum Ablauf. Wir haben die Veranstaltung in zwei Teile gegliedert, dass wir sozusagen erst dass wir erst sozusagen zu den Inputs kommen und dann zum Austausch mit Ihnen. Wir werden in Teil 1 mit Jan Urhan von der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Südafrika beginnen. Er wird nochmal zu den Hintergründen von Accra und der Grünen Revolution, zu unserer Motivation für die Studie sprechen. Danach spricht Timothy Wise von der Tufts-Universität über die Methodik und die wichtigsten Ergebnisse der Studie. Dies möchten wir gerne anhand von zwei Fallbeispielen der Studie illustrieren. Dazu werden wir in Form von zwei kurzen Interviews mit Mutinta Ketani von PELUM aus Sambia und Mamadou Guitar von IRPAT aus Mali sprechen, um mehr zu Accra in diesen beiden Ländern zu erfahren. Im letzten Teil der Inputs wird Lena Wassermann von INCOTA unsere Kritik an Accra zusammenfassen und unsere politischen Forderungen darlegen, die wir an die deutsche und andere Regierungen, die Accra unterstützen, gestellt haben. Genau, und im zweiten Teil haben wir dann die Gelegenheit, mit Ihnen in Austausch zu kommen und auf Ihre Fragen und Kommentare einzugehen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir aufgrund der hohen Teilnehmerzahl keine Wortbeiträge, sondern nur schriftliche Fragen aus dem Frage- und Antwortbogen zulassen können. Ja, dann würde ich das Wort übergeben, dass wir weitermachen können. Ich hoffe, alles hat soweit geklappt. Ja, vielen Dank, Stick. Unser erster Redebeitrag kommt von Jan Urhan zum Ansatz von Accra und der Grünen Revolution. Er wird uns diesen vorstellen und uns erklären, was die Motivation war von uns, diese Studie genau jetzt zu machen. Jan ist Leiter des Programms für Ernährungssouveränität bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Johannesburg in Südafrika und auch Mitautor unserer Studie. Jan, bitte. Vielen Dank für die einleitenden Worte. Wie schon angekündigt, will ich ganz kurz was sagen zur Grünen Revolution im Allgemeinen, dann was zur Allianz für eine Grüne Revolution und auch über die Motivation, warum wir überhaupt diese Studie gemacht haben.
Die grüne Revolution als solches ist eigentlich gar kein neues Konzept. Spätestens seit den 1960er Jahren wurde die grüne Revolution vor allem in weiten Teilen Asiens und Lateinamerikas bereits umgesetzt, implementiert. Und sie besteht in erster Linie aus einem recht einseitigen Technologiepaket, was umgesetzt werden soll, bestehend aus Hybridsaatgut, bestehend aus synthetischem Dünger und Pestiziden mit dem Ziel, Ertragssteigerungen zu erreichen. Neuere Studien gehen allerdings davon aus, dass beispielsweise die Erträge für Weizen in Indien während der grünen Revolution eigentlich kaum höher waren als vor der grünen Revolution. Und zugleich gibt es natürlich eine große Reihe von Studien, die sich die ökologischen Folgen des Ganzen anschauen und die in vielen, vielen Momenten sehr negativ ausfallen. Kurz was zu AGRA, zur Allianz für eine grüne Revolution in Afrika. AGRA gibt es bereits seit 14 Jahren, gegründet 2006 von der Rockefeller Stiftung und auch von der Bill und Melinda Gates Stiftung mit sehr hehren Zielen, nämlich bis zum Jahr 2020, also bis zu diesem Jahr, zum einen die landwirtschaftlichen Erträge und die Einkommen von 30 Millionen kleinbäuerlichen ErzeugerInnen zu verdoppeln. Und auf der anderen Seite auch den Hunger und die Armut in 20 afrikanischen Ländern zu halbieren. Auf der rechten Seite sehen Sie einen Screenshot von der AGRA-Website, wo ganz unten relativ klein diese 30 Millionen Ziele auch nochmal genannt sind. Interessanterweise ist dieser Beitrag auf der AGRA-Webseite im Juni diesen Jahres verschwunden und dort nicht mehr zu sehen. Noch ein, zwei Worte weitere Worte zu AGRA. Der Ansatz ist aus meiner Perspektive sehr technokratisch, top-down und basiert auf simplen Annahmen. Was meine ich damit? Technokratisch mit diesem klassischen Technologiepaket, also eine Mehr an Hybridsaatgut und synthetischen Düngemitteln, soll die Produktivität erhöht und damit der Hunger bekämpft werden. Wir wissen aber natürlich, dass Hunger weit mehr ist als die Frage nach der Versorgung mit Kalorien. Hunger ist und die Ursachen von Hunger sind äußerst komplex. Es geht oft um ganz wichtige Fragen rund um Verteilung, um den Zugang zu Nahrungsmitteln und auch die Verwendung oder des Nutzens. Also landet das Essen am Ende auf unserem Teller oder vielleicht sogar im Tank unserer Autos. Es geht also folglich eigentlich, wenn man sich mit Hunger auseinandersetzt, folglich ganz stark um ungleiche Machtressourcen und vor allem auch um die Diskriminierung von kleinbäuerlichen Erzeugern und Erzeugerinnen, die weiterhin den Großteil unserer Nahrungsmittel weltweit herstellen. Was meine ich, wenn ich sage simple Annahmen? Eine der Hauptannahmen von AGRA ist zu sagen, dass eine Verdopplung der Erträge zu einer Verdopplung der Einkommen führen wird. Ist es eine realistische Annahme? Es kostet natürlich die Bauern und Bäuerinnen Geld, wenn sie ein Mehr an Inputs kaufen müssen. Und auf der anderen Seite wissen wir auch, dass natürlich die Preise für agrarische Produkte extrem schwanken im Laufe des Jahres. So sind aber die meisten kleinbäuerlichen ErzeugerInnen eigentlich gezwungen, dann, wenn die Ernte ansteht und die Preise extrem gering sind, dann natürlich auch entsprechend ihre Erzeugnisse zu verkaufen, weil sie nicht lagern können oder weil sie vielleicht sogar auch direkt das Geld brauchen. Das heißt, diese zentrale Annahme von AGRA steht auf sehr wackeligen Füßen. Faktisch will AGRA nicht weniger als eine Transformation der afrikanischen Agrarsysteme hin zu einer inputintensiven und ressourcenintensiven Landwirtschaft integriert in internationale Wertschöpfungsketten. Das wird zwangsweise dazu führen, dass in erster Linie kleinbäuerliche Erzeuger und Erzeugerinnen verdrängt werden und natürlich auch die natürlichen Ressourcen in Mitleidenschaft gezogen werden. Noch ein Satz vielleicht zur politischen Ökonomie hinter AGRA. AGRA ist zugleich ein großes, in Anführungszeichen, Subventionsprogramm für das internationale Agribusiness. Die internationalen Märkte für Hybridsaatgut oder auch für Düngemittel sind eigentlich gesättigt, mit einer großen Ausnahme, und das ist natürlich überraschenderweise der afrikanische Kontinent. Wollen also das internationale Agribusiness sozusagen Profite generieren, gibt es Expansionsmöglichkeiten auf dem afrikanischen Kontinent. Und damit es gelingt, müssen natürlich auch zuerst mal künstlich
neue Märkte beispielsweise für ihr Saatgut geschaffen werden. Das bedeutet zwangsläufig auch, dass beispielsweise bäuerliches Saatgut verdrängt werden muss. Ein Großteil oder viele, sozusagen das Who is Who des internationalen Agribusiness ist auch gleichzeitig auf die ein oder andere Art an Agra beteiligt. Agra unterstützt es sowohl auf Projektebene als auch mit ihrer Lobby- und Advocacy-Arbeit, wo es eben darum geht, afrikanische Regierungen dahingehend zu beeinflussen, die Rahmenbedingungen entsprechend zu verändern. Noch zwei, drei Sätze zur der Motivation für unsere Studie, bevor ich zum Ende komme. Agra wurde seit ihrer Gründung von afrikanischer und auch von internationaler Zivilgesellschaft kritisiert. Deutsche Organisationen beschäftigen sich nochmal stärker mit Agra, seitdem auch das deutsche Innenministerium sowohl finanziell, aktuell mit 10 Millionen Euro, und es ist auch sozusagen eine finanzielle Fortsetzung geplant, eingestiegen ist, aber auch vor allem auch politisch, indem beispielsweise die Bundesregierung gemeinsame Stellungnahmen mit Agra zu verschiedenen Themenfeldern mitzeichnet. Agra hat großen Einfluss nicht nur auf die Agrarpolitik, auf die Agrarpolitiken in den 13 Schwerpunktländern, sondern natürlich auch auf internationaler Ebene. Beispielsweise wurde die Agra-Präsidentin zur Sonderbotschafterin für den geplanten United Nations Food Systems Gipfel, der im nächsten Jahr stattfinden soll, berufen. Dabei gründet sich Agras große Legitimation und Beliebtheit, vor allem auch unter den Geberregierungen weltweit, darauf, dass sie ja vorgeben, diese großen, hehren Ziele zu erreichen. Ich wiederhole nochmal, diese 30 Millionen kleinbäuerlichen ErzeugerInnen zu erreichen, die Einkommen zu verdoppeln und Armut zu halbieren. Interessanterweise gibt es bislang, obwohl das Programm schon seit 14 Jahren läuft, noch keine einzige öffentlich zugängliche Evaluierung, die sich angeschaut hat, hält Agra überhaupt ihre Versprechungen oder funktioniert überhaupt der grüne Revolutionsansatz von Agra? Daher wollten wir wissen, hat Agra ihre Ziele erreicht? Hierzu wird gleich Tim Weiß sprechen. Und vor allem auch, welche Effekte hat denn Agra eigentlich auch auf die kleinbäuerlichen ErzeugerInnen? Und dafür haben wir auch Studien on the ground durchgeführt. Erpat hat das Ganze in Mali gemacht, Pelum in Sambia, Biba in Kenia, Sowituam und Tabio in Tansania. In allen Ländern haben wir mit kleinbäuerlichen ErzeugerInnen gesprochen. Wir haben aber auch mit WissenschaftlerInnen gesprochen. Wir haben mit NGO-VertreterInnen gesprochen und normalerweise unter dem Schutz der Anonymität auch mit Agra-Offiziellen und mit VertreterInnen des Staates. Dazu werden ja gleich Mama, du und Mutti hinterher noch mal mehr sagen. Dieses Online-Event findet drei Monate nach der Veröffentlichung unserer Studie statt. Also wir haben die Studie bereits im Juli veröffentlicht und wollten tatsächlich auch Agra Zeit geben, auf unsere Vorwürfe zu reagieren und vielleicht auch eigene Zahlen, die sie möglicherweise haben, zu veröffentlichen. Drei Monate später ist es nicht der Fall. Also es gibt bislang keine Zahlen von Agra, die in irgendeiner Art und Weise die Ergebnisse unserer Studie in Abrede stellen würden. Zugleich will ich auch darauf hinweisen, und dann komme ich zum Ende, dass in der nächsten Woche das in diesem Jahr virtuell durchgeführte Jahrestreffen des Ausschusses für Welternährungssicherheit des CFS stattfindet. So viel von meiner Seite zu einer kurzen Einleitung. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Yes, thank you, Jan. I want to, Stig Tansman, the moderator, again from Bread for the World. Before I come now to Timothy Weiss, I want to remind everyone of the introduction. So please, technical questions via the chat and questions for the panelists, please, and the Q&A function. So that would be great that everyone who posted already some questions in the chat could still transfer them again into the Q&A section, where we can cluster them and then there's no mix up. That is a very important one. Yes, and now to Timothy Weiss. He will present the core results of the study. Timothy Weiss is a senior research fellow at Tufts University Global Development and Environment Institute and a senior advisor at the Institute for Agriculture and Trade Policy. His book is
2019 book, Eating Tomorrow. I think you can see it very in the back. Agribusiness, Eating Tomorrow, Agribusiness, Family Farmers and the Battle for the Future of Food chronicled many of the challenges facing Africa's small-scale farmers. And he's the author of the working paper on which much of the report False Promises is based. Timothy, the floor is yours. And yes, we hope it works all fine. Thank you so much. Thank you to the organizers of this, and greetings to everyone from my remote home in Cambridge, Massachusetts. What I've been asked to do, based on the background research that I did for this report on, and to answer the question whether AGRA was actually making any progress in achieving its goals, is to present some of the basic findings from that research. I will share a screen that hopefully will work for all of you. As I said, I was the lead researcher for the background work on this study. Okay, now I'm not able to advance my through my. Let me see if this is a technical problem. Just a second. One moment. I'm hopeful that I can actually do this. There we go. Sorry about that. I hope everyone can see that. Again, I'll just take a few short minutes to try to summarize the main findings in the study and the rationale for carrying it out. As Jan pointed out, we really were seeking to fill an accountability gap to assess progress on AGRA's stated goals, because there has been no public reporting from AGRA or donors on outcomes. In the course of the study, I contacted AGRA and they originally agreed to provide some of that data. Then they refused to respond to further inquiries. We were seeking data on their beneficiaries and the impacts on yields, incomes, and food security, which are AGRA's top line goals. We are aware that AGRA is now withholding information that should be public, including a midterm evaluation carried out in 2019 for donors and outcome surveys carried out last year for 11 of AGRA's current focus countries. In the absence of beneficiary data, we used national level data from the UN Food and Agriculture Organization and the World Bank on food crop production, yield, and area harvested to gauge the impacts on yields. And we looked at World Bank data on poverty and FAO data on food insecurity to gauge progress on reducing poverty and increasing food security. The question was, are there indications from that national level data that AGRA countries are achieving their goals? Because the AGRA goal is to impact 30 million smallholder households, that is the vast majority of small scale farming households in its 13 countries. And so national level data should reflect progress if there is any to report. Again, briefly, AGRA has gotten, since 2006, $1 billion in funding. It's presented as an international cooperation project, but the Gates Foundation alone has provided 2/3 of that funding. Of that funding, about half has gone out in grants,
to countries for green revolution projects to improve access to and adoption of technologies, including commercial seeds and fertilizers. As stated, this, you can see that the amount given varies widely by country. The goals are to double productivity, that's 100% increase by 2020, to double incomes, again, that would be 100% increase, and to have food insecurity, a 50% decrease. And again, that's for 30 million smallholder families. African government support for the adoption of these technologies is actually far, far more important and substantial than AGRA's contributions. About $1 billion per year in subsidies are being given out by many of these governments, 10 out of the 13 countries here, for farmers to purchase seeds and fertilizers. For example, Malawi has one of the largest input subsidy programs, and that support has been as much as $55 million per year, while AGRA is contributing $2 to $3 million per year. So it's important to understand that level of support coming from African governments. The entire project is premised on a very strong set of assumptions. I think Jan referred to most of these. Basically, if improved seeds and fertilizers are made available to farmers, they will adopt them. If they adopt them, they will get much higher yields. Those higher yields will lead to increased sales and improved incomes. And that will allow them to reduce their levels of poverty and increase their levels of food security. And that those improvements will be sustained and affordable over time. Our main findings are that none of those assumptions hold in the case of AGRA. There is no evidence of 100% increase in productivity. Maize has only seen 29% increase in productivity over 12 years. That's about 2% per year. That's not very dynamic. If you combine them with to look at a broader basket of staple crops, the yield increases have been only 18%. That is just 1% higher than the pre-AGRA years. So there's no evidence of a generalized productivity revolution. Subsidies have expanded the land planted to favored crops, not yields. So all those incentives to plant maize are resulting in bringing new land into cultivation, not sustainable intensification, as AGRA says it intends to promote. There's no evidence of incomes doubling. Poverty is still endemic. And farmers are experiencing rising debts to pay for the seeds and fertilizers. So in some cases, they are worse off economically. And most striking, there is no evidence of improved food security. We've documented a 31% increase in the number of undernourished people in AGRA countries since 2006. Only 4 AGRA countries showed a decline, in 9, the number has actually increased. We find that the Green Revolution model is therefore failing, and that agroecology would offer far more benefits, something that we'll talk about more in this course of the webinar. Again, just to give you a visual on what this looks like, these are the goals, 100% increase and a 50% decline in hunger. AGRA is nowhere near those. This is what it looks like for AGRA as a whole. Again, yield growth for maize of only 29%, but area expansion with all those incentives leading to higher production, but not dynamic yield growth, while other crops suffer, millet, sorghum, and a staple yield index that is that shows only 18% increase,
with a 31% increase in hunger. The impact on traditional nutritious crops has been dramatic with all the investment in maize. Millet is down, cassava has seen a 6% decline in yields, roots and tubers, which include sweet potato, sorghum, and groundnuts, all in decline. The composite is that you see weak productivity and rising hunger instead of dynamic productivity and decreasing hunger. With a selected group of countries, you can see that, again, they're the agri goals on the left. Mali and Malawi are among four countries that have actually shown positive yield growth and declines in hunger. But Rwanda, Tanzania, and Zambia are more typical with slow yield growth and increases in hunger. And Kenya represents one of the four countries that has seen declining yield growth, so worse growth in yields with massive increases in hunger. Rwanda is considered an agri success story. We call it agri's hungry poster child because here you have a 300% increase in maize production, but at the expense of other significant crops, and a 41%, according to the latest UN data, a 41% increase in undernourished people in the country, despite that. Okay, let me just note one final point, which is that we have engaged with AGRA to try to get them to provide data initially, and they refused to. I contacted them after the study, and they refused to engage with evidence. African groups sent a public letter to demand a response and got a response with no evidence. Anna Mena of Biba, one of the authors of this study, just wrote a response to AGRA saying, "We appreciate your thoughts, but you do not offer any real evidence. We would be interested in engaging in a public evidence-based dialogue on these issues, but AGRA needs to provide evidence." Thank you. Thank you very much, Tim, for your presentation. Please, just one thing. If you have any questions to the panelists, please write it down in the question and answers, and also the name of the panelists you want to ask. Okay, now we come to Mutinta, because we want to learn more about the real cases in Africa that and take a look to the implementation of AGRA in Zambia as one of our four cases we presented in the study. Therefore, I'm very happy to speak with Mutinta Nikitani, also co-author of our study. Mutinta is an independent researcher in Zambia with more than 7 years of experience in the field of climate change adaptation and resilience, climate change policy, and has done a lot of work on agroecology and the Green Revolution, children's rights, education, Red Plus, for instance. And she also works closely with the NGO Pelum in Zambia. So now, Mutinta, please, can you explain us, how does AGRA operate in Zambia? What are AGRA's main activities in your country? You're still mute. Could you hear me, Mutinta? But you're still mute.
There seems to be a technical problem. Hello. Now it works. Yeah, it does. Sorry about that. Can you hear me? Yes, we can hear you. Thank you. So, should I repeat the question or? Yes. Yeah, the question was, how does AGRA operate in Zambia? What are the main activities in Zambia, AGRA activities? Thank you. AGRA operated in Zambia between 2007 and 2017, and they did break off for some time, and now they are coming back. But during the period between 2007 and 2017, they worked in a more in a systems way, like targeting the whole system, the whole production system. They mainly promoted maize, but they worked closely with organizations, institutions like the Seed Certification, Seed Control and Certification Institute, and the Zambia Agricultural Research Institute. These were key institutions for them because ZARI, for example, was important for production of the seed. That is production or and SCCR, I mean SCCI, which is the Seed Control and Certification Institute, was very important for them to get their seed certified. So they worked with the whole system in the sense that they first of all trained seed breeders. These were people that were supposed to produce hybrid seed. And then the two institutions, the research institution and the other one was the certification institution for that seed. And they mainly worked with maize. The other activities involved them building the capacity of seed companies who were supposed to then multiply the seed. And then they also worked with a they promoted and developed agro dealers who were supposed to proliferate basically all rural areas with this hybrid seed and chemical fertilizers. So I say they worked with the system in the sense that they started by developing capacity of seed breeders to companies that would then produce this seed in bulk, and agro dealers that would take the seed to the rural farmers, and also created the links through the lead farmer model between the farmers and the agro dealers. So those were the key activities. Thank you. Beziehungsweise ich wurde gebeten, doch die Fragen auf Deutsch zu stellen. Was sind denn nun die konkreten Auswirkungen in Sambia, gerade für die Kleinerzeugerinnen? Yeah, for small-scale farmers, in terms of their intended goals, would say that the impact was minimal, if not at all, maybe even in the negative, because despite the massive investment from government, from private companies, the maize productivity still is low. The hunger index is still very high, and that is it is still one of the highest in the world at 37.6% in 2018, and we still have rural poverty at 77%. We also have a few of the farmers that participated in one of the biggest projects that AGRA implemented in Zambia had become indebted after just one season of working with that project, because they were given inputs on credit and they couldn't pay back the following season, so they remained with debt.
The other impact on small-scale farmers has been the loss of diversity. So maize has been highly promoted at the expense of drought-resistant crops like cassava, the millets, and sorghum. And also the dependency that has been created on expensive hybrid seed and chemical fertilizers and also herbicides. Yeah. Vielen Dank. Was wären denn stattdessen die Alternativen? Was müsste denn getan werden, um kleinbäuerliche Erzeugerinnen zu unterstützen? Was wäre das richtige politische Werkzeug dafür? Ja. Yeah. One of the key things that governments need to do, specifically the government of Zambia, is to recognize the farmers' varieties. That is legally recognizing farmer seed systems, which existed way before hybrid seeds. And this would ensure that farmers have their rights, recognize their rights to seed. There is also the fact that both government and private sector investments continuously undermine farmers' seed systems and their right to those seeds. So currently we understand that there is the push for Zambia to join the International Convention for the Protection of New Varieties, 1991. Which would further undermine farmers' rights to their seed. So for farmers to be able to benefit, there is need to shift to agroecology, which would ensure farmers' rights are respected, but also make farmers use their own on-farm systems and reduce, probably eradicate the dependency on chemical fertilizers and pesticides and herbicides. Yeah. Vielen Dank, Mutinta. Dann übergebe ich jetzt an Stick. Ja, vielen Dank. Ich möchte jetzt den Blick auf Mali richten. Ja, danke, Mutinta. Auf Mali richten, wo wir eine weitere Case Study durchgeführt haben, die auch nochmal zeigt, wie Agra dort gearbeitet hat. Dieser Fall aus Mali wird präsentiert von Mamadou Goïta. Er ist Direktor des Instituts für Forschung und Förderung von alternativer Entwicklung und er ist auch ein Co-Autor der Studie. Mamadou, kannst du dein Video anmachen und dein Mikrofon? Ja, thank you. Herzlich willkommen. Mamadou Goïta, AGRA präsentiert sich sehr stark als afrikanische Organisation. Ist das wirklich der Fall? This is not true. There are just two reasons that I can give, because people are claiming that this is an African organization because it's based actually in Nairobi in Kenya. But I will give you, there are so many reasons that show that it's not an African organization at all, but I will give you just two. The history of AGRA that started in 2006 has been highlighted. Originally, this is an initiative from Rockefeller Foundation that joined the Bill and Melinda Gates Foundation, that are the two founders at the very beginning. The seed funds of $150 million were provided by these two organizations. And they started designing the project. And I had a chance in 2006 already to have a conversation with Roy Stenner, who was the co-chair of Bill and Melinda Gates, of Director of Agriculture of Bill and Melinda Gates Foundation. But at the same time, he was also the co-chair of AGRA at that period. So the design was done by the two foundations and giving the orientation on the free programs that are the key ones that they want to address to Africa, the seed program, the soil fertility program, and what they have been calling that the policy change program. That were the free first one.
So if you look at this history, you will see that it was funded by these two foundations. It was based in the US, where the headquarters was there. And the leadership was these two persons that I named, Gary Thompson from Rockefeller Foundation, and Roy Stener, the two co-chairs. And it's only at the launch, just before the launch in South Africa, that Kofi Annan came on board as a chair of his, with seconded by the Arabic actual president of African Development Bank. This is the first reason that the design, the origin, and everything was set in the US before coming in Africa. It's just after that, that because of some of the challenges that we had with them, I myself had a contradictory debate in New York in 2007, with the two co-chairs, just to challenge them. This is any initiative that you have, and you want to impose it to Africa because you have, they had these resources. The second reason is also related to the resources that have been used. In 2008, August 2008, we did a scanning of the first fundings of these Agra initiatives. You look at the money they had at that period. It was exactly the 9th August of 2008. There were 69 projects that were funded by Agra. And these projects, there were 57 out of the 69, 57 were from Africa. And this represented about 51% of the budget that they allocated to different organizations to go on Agra project initiatives. And the subsidies that went to the US, one organization that is NFEA, is 32% of the budget were going to this organization, and 49% in total to the US-based organization at that period. So the money was given to some companies, because if you know, CNFA, it's the foundation of most of the chemical fertilizers, because it's linked to crop life, you know, and you all know what it's about. So for these two reasons, it's not an African organization. It design, leadership, and all the resources coming from that. And the second one that I just mentioned about the resources also is reflected in this feature of this Agra that was launched partly in South Africa, but also the second launch was in Salzburg. And I can tell you a lot about what happened in Salzburg at that moment. And I told them that it's not an African organization, and they were challenging to get farmers organization that we refused. Thank you for this reply to the first question. I think that that got very clear. Also danke für die Antwort auf die die Frage. Das wurde sehr sehr deutlich, wie Agra positioniert ist und ob Agra eine afrikanische Organisation ist oder nicht. Verbunden, also verglichen mit anderen Ländern, war Agra weniger erfolgreich, seine grüne Revolutionsagenda in Mali durchzusetzen. Warum und was waren die Hauptkritikpunkte an Agra in Mali? Thank you. This is a very interesting question, because many people just was looking at Mali as one of the countries that will be really stuck by this Green Revolution program. But just to tell you that Mali did a very early warning system on Agra at the very beginning. Since 2006, as I told you, I had this opportunity to talk from Canada first with Gary Thompson and Rock Stener. We had this contradictory debate. And we decided within COPAGEN with other organizations to organize the first big gathering in 2007, November 2007 in Mali. And the title of this meeting, 2007 in November, was Agroecological Alternative to Agra. Why? Because we just realized that what the line that Agra was taking was really very harmful for the agricultural system in this continent. Because of the time, and because also what was happening, and we all know what happened just 2 years after that, that was
about the food crisis was related to the same thing. So we had this meeting in Yeleni with 43 African countries to inform people about what was coming on board. And fortunately for the case of Mali, the same year of 2006, we drafted our agricultural law orientation policy. That said in the preamble that food sovereignty will be the guideline of our food system, our agricultural system. So that was very, very, very useful in the case of Mali. And we draw all our policy document out of this orientation law. And then farmers in Mali were so informed about AGRA that for the first time, concept like GMOs has been translated in local languages in a contest that was organized by cultural organization. And I will tell you just these anecdotal things. Roy Stenner, who was the co-chair of AGRA, came to visit me after our debate. He came to Mali, he came to my office, but I told him before he came that I will invite farmers from West Africa to come. And people like Sani Yusuf, who is also on this call, heard about that. So we invited farmers from different groups. I will finish that. We invited different groups to come and then have this conversation with them. So we were prepared and we just emphasized on the way that lead our system instead of just being linked to them, to AGRA. Thank you, Mamadou. Sorry, we have... danke, Mamadou. Wir müssen leider weitergehen zum nächsten Sprecher und wieder zu Josephine, damit wir nicht komplett aus der Zeit fallen. Danke für die ausführlichen Erklärungen. Ja, richtig. Wir kommen jetzt zu unserer Kritik an AGRA und die politischen Forderungen, die wir sowohl an die deutsche Regierung als auch an andere AGRA-unterstützende Regierungen haben. Und diese Kritik und unsere Forderungen wird Lena Bassermann jetzt vorstellen. Lena ist Referentin für Welternährung und globale Landwirtschaft bei dem entwicklungspolitischen Netzwerk INCOTA und sie gehört ebenfalls zu den Mitautorinnen unserer Studie. Lena, bitteschön. Danke, Josephine. Ich teile auch schnell meinen Bildschirm noch mit einer kurzen Präsentation. Ich möchte jetzt auf Grundlage dessen, was wir schon von Timothy Wise gehört haben und den Fallbeispielen, die wir jetzt gerade anklangen, ja schon aus Mali und Sambia, wir hatten noch zwei weitere aus Kenia und Tansania, einige Schlussfolgerungen präsentieren, die wir gezogen haben aus der Studie und spreche aber jetzt stellvertretend, Sie sehen hier die Logos als Bündnis von den 10 Organisationen. Für uns unsere Bewertung als zivilgesellschaftliche Organisation ist, dass der AGRA-Ansatz gescheitert ist. Wir konnten sehen, dass AGRA die eigenen selbstgesteckten Ziele nicht erreichen konnte und zudem auch versäumt hat, bislang öffentlich Rechenschaft abzulegen über die Aktivitäten und die Wirksamkeit. Aus unserer Sicht ist es sogar noch im Gegenteil. Also es sind Aktivitäten, die sogar noch die gegenteilige Entwicklung befördern. Die Fallstudien haben Anzeichen geliefert für uns, dass es auch in Fällen zu einer Verschlechterung der Situation kleinbäuerlicher Erzeugerinnen durch die Programme gekommen ist, wie zum Beispiel, wie wir gehört haben, Verschuldungsfälle, eingeschränkte Wahlfreiheit, abnehmende Vielfalt im Anbau und in Ernährung und so weiter. Daraus ziehen wir erhebliche Zweifel an der ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit von AGRA. Darüber hinaus sehen wir die AGRA-Analyse als ein ganz eindrückliches Beispiel dafür, warum dieser eindimensionale Ansatz der grünen Revolution nicht nachhaltig zur Hungerbekämpfung beiträgt und aus unserer Sicht eben das Problem der Welternährung nicht löst. Statt das Recht auf Nahrung für die am stärksten von Hunger und Armut betroffenen Menschen zu verwirklichen, führen die aus unserer Sicht und auf dieser Basis die Ansätze der grünen Revolution eher zu mehr Abhängigkeiten statt Unabhängigkeiten, sei es finanziell, sei es von Agrodealer-Netzwerken, sei es von Kreditinstituten. Durch
die Subventionsprogramme, die in Kombination häufig stehen, wie die Untersuchung zeigt, werden Monokulturen stark gefördert. Wir konnten den Rückgang der Diversität erkennen, was zu einer abnehmenden Nahrungsmittelvielfalt eben führt. Und gleichzeitig, was wir jetzt vor allen Dingen aufgrund der Covid-19-Krise auch sehen konnten, ist, es beweisen sich diese Ernährungssysteme der Grünen Revolution als nicht krisenbeständig. Wir haben gesehen, wir haben Unterbrechungen von Lieferketten gesehen, wir haben Zugangsprobleme zu Inputs gesehen, wir haben Einkommensausfälle beobachtet. Das ja, ist eine der Erkenntnisse, der übergeordneten Erkenntnisse. Vor dem Hintergrund empfehlen wir internationalen Gebern, also wie gesagt, es ist jetzt für das Bündnis, empfehlen wir internationalen Geberinstitutionen, die Kooperation mit AGRA aufzugeben. Wir haben die Forderung an die Bundesregierung, die wir sehr gestützt sehen durch die Untersuchung, sowohl die finanzielle Unterstützung als auch die politische Unterstützung von AGRA-Programmen einzustellen. Dazu gehört aus unserer Sicht zum einen die Förderung von AGRA-Programmen, wie aktuell durch die Bundesregierung gefördert, in Ghana und Burkina Faso. Aber wir sehen auch darüber hinaus Aktivitäten, die eine breitere politische Strahlkraft eben auch haben, über diese Programme hinaus. Und dazu zählen für uns gemeinsame Positionen, gemeinsame politische Statements. Dazu zählt das große von AGRA ausgerichtete Forum, das jährlich stattfindet. Es gab ein Statement, ein Policy Brief von AGRA zur Antwort auf die Covid-19-Krise, die sehr stark im technologischen Ansatz folgend war, die unter anderem die deutsche Bundesregierung, aber auch viele andere internationale USAID-Organisationen mitgezeichnet haben. Das sehen wir, werten wir sehr kritisch. Und jetzt afrikanische Regierung, auch hier war die Empfehlung, den Rückzug aus AGRA und anderen Programmen der Grünen Revolution und vor allen Dingen auch stark aus diesen Subventionsprogrammen. Stattdessen eben der Aufbau von Programmen, die gezielt den Bedürfnissen kleinbäuerlicherer Erzeugerinnen entsprechen und tatsächlich zur Hungerbekämpfung und Klimaanpassung beitragen. Ein Punkt, auf den ich an der Stelle nochmal näher eingehen möchte, ist, was auch schon anklang vorhin, die Rolle AGRAs bei dem bevorstehenden Food Systems Summit im kommenden Jahr. Hier beobachten wir derzeit, dass AGRA-Führungspersönlichkeiten exponierte Rollen einnehmen. Und wir bewerten das so als ein Bekenntnis zu den Ansätzen der Allianz und diesem der technologischen Ausrichtung der Allianz und entsprechend natürlich auch der Ausrichtung dieses Welternährungsgipfels. Wir bewerten diese Signale sehr kritisch und fordern stattdessen einen Welternährungsgipfel, der sich an den betroffenen Gruppen orientiert, der betroffene Gruppen einbezieht, der den Beteiligungsmechanismen der Zivilgesellschaft folgt, die im Welternährungsausschuss der Vereinten Nationen, im CFS, etabliert und bewährt sind. Und wir fordern die Bundesregierung und Regierungen weltweit eben auf, sich hierfür stark zu machen, dass es zu einer Neuausrichtung kommt. Wir sind aber auch positiv in einer anderen Richtung, denn wir wissen und wir haben gesehen in den vergangenen Jahren, es gibt Alternativen und es gibt auch positive, erfolgreich positive Signale, dass auch Alternativen gefördert werden. Und wir sehen hier eben die dringliche, also sehen erstmal positiv, dass Agrarökologie so zunehmend auf Anerkennung stößt und auch die positiven Beiträge zu der Erreichung verschiedener nachhaltiger Entwicklungsziele im Bereich Klima, Biodiversität, aber auch in der Ausrichtung demokratischer Ernährungssysteme. Und wir sehen eben hier als erste Schritte, aber die Notwendigkeit, eine starke Intensivierung dieser Schritte zu gehen, um wirklich zu einer grundlegenden Transformation auch unserer Ernährungssysteme zu gelangen. Und dafür sehen wir, dass es mehr Projekte, mehr Programme in der Förderung geben sollte, die agrarökologisch ausgerichtet sind. Wir haben jetzt sehr gute und sehr positive Beispiele, zum Beispiel im Senegal, wo es einen sehr konsultativen, von der Regierung geförderten Prozess gab mit der Einbeziehung von Basisorganisationen, von Bauernorganisationen, um zu einer agrarökologischen Strategie zu gelangen.
Wir denken, dass agrarökologische Beratung statt der Förderung von diesen Subventionsprogrammen ein sehr wichtiger Hebel ist, um mehr agrarökologische Ansätze zu verbreiten. Mehr Forschungsgelder für Agrarökologie ist ein wichtiger Punkt. Und abschließend einer, der hier zuletzt steht, aber der für uns natürlich der übergeordnete Punkt ist, ist der Menschenrechtsansatz als Grundlage, als Grundlage der Welt für Programme der Welternährung. Die Verpflichtungen quasi aller Staaten, auch ihre Verpflichtungen, die sie eingegangen sind in diesem Bereich zum Recht auf Nahrung, zu den freiwilligen Leitlinien für Land- und Fischereigründe, der UN-Kleinbauernerklärung, in diese Menschenrechtsrahmen auch verpflichtend umzusetzen. Genau, soweit erstmal von mir. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Lena Wassermann. Damit sind wir jetzt, können wir jetzt beginnen, mit der Diskussion beginnen. Ich würde